Mein Name ist Marisa Endras. Ich arbeite gemeinsam mit meinen beiden Kollegen in der Abteilung für Logopädie. Wir arbeiten mit neurologisch bedingten Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen, genauso wie mit zentralen und peripher bedingten Gesichtsnervenlähmungen. Was wir in der Logopädie versuchen, ist den Patienten eine Rückkehr in ihren gewohnten Alltag zu bieten, sich wieder unterhalten zu können, wieder normale Speisen essen zu können. Was mir besonders an meinem Beruf gefällt, ist die Vielseitigkeit an Störungsbildern, die man sieht und die Fortschritte, die man machen kann, gemeinsam mit den Patienten und was man denen eben dann auch zurückgeben kann.